Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 2. Und als erstes schon mal einen Dank an Pixel Skorpion und Coopercraft, die mir unter der letzte Folge geschrieben haben, dass ich doch bitte neu laden soll, weil die Karawane, die ich letztes Mal erledigt habe, war gar keine feindliche Karawane, sondern es war eine Karawane, die von Hunden angegriffen wurde und es lief dann letztendlich dabei drauf raus, dass ich erst Vic getötet habe und dann Sulik gestorben ist und meine Karawane tot war, die verbündete Karawane war tot und alle Hunde waren tot und ich hatte ganz viele Waffen und da habe ich dann gefragt, was euch denn lieber wäre, wenn ich jetzt einfach so weiterspiele. Nur noch mit Lenny und einem dicken Batzen Waffen oder ob ich nochmal neu lade. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn ich kein Feedback bekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich einfach so weitergespielt. Aber das Interesse war da, dass ich nochmal neu lade. Deswegen habe ich jetzt hier in Broken Hills wieder alles erledigt. Ich habe mit Markus gesprochen, ich habe bis Tag 11 gewartet und schon mal in mein Inventar. Vielleicht wäre das Sturmgewehr mitnehmen auch nicht verkehrt. Das rüsten wir nochmal aus. Und ich habe meinen Begleitern ein paar Stimpaks mitgegeben. Und ja. Dann ziehen wir doch einfach mal los. Ja, ich bin bereit. Du begegnest Schurken. Ich nehme an, das hier ist ein Schurke. Schaut so aus. Okay, wo befinde ich mich? Ich befinde mich hier. Deswegen gehe ich mal dahin und werde einfach mit Dauerfeuer einmal hier rein brettern und ein bisschen Schaden verursachen. So, jetzt interessiert mich aber noch an, das geht an Pixel Skorpion und an Coopercraft. Was hat euch, also liegt es daran, dass ich die Karawane getötet habe oder dass meine Begleiter gestorben sind, dass ich nochmal neu laden sollte, weil das habt ihr ja nicht dazu geschrieben. Das würde mich aber prinzipiell auch sehr interessieren, weil eigentlich, das hatte ich ja auch im Fallout 1 schon gemacht, wenn ein Teamkamerad von mir gestorben ist, dann ist er halt tot. Also deswegen auch der Punkt, dass ich eigentlich nicht neu laden würde, wenn ich die Antwort von euch nicht bekommen hätte. Aber es, wie gesagt, das würde mich einfach nur mal am Rande interessieren, ob es an den Teamkameraden oder an der Karawane lag. So. Okay. Die haben schwere Waffen dabei. Dann sollte ich mich, glaube ich, jetzt um den Typen hier mit Flammenwerfer kümmern. Aber das schaut doch im Großen und Ganzen auch schon mal gar nicht verkehrt aus. Schurke wurde getötet. Ich wollte eigentlich einen gezielten Schuss machen, aber okay. Au, das hört sich auch ungesund an. Das hört sich nach einer fiesen Waffe an. Nach einer Nicht-Projektilwaffe und Nicht-Projektilwaffen. Der Schurke ging kritisch tot. Oh, Sulik. Das tut mir ein bisschen leid, dass du hier. Ich wollte einen gezielten Schuss machen. Ich wähle das jetzt gleich einfach mal aus. Verfehlen alle. Sulik zieht sich zurück. Das ist vielleicht auch gesünder. Und die Karawane schießt sich selber ab.
Ich ziehe mal ein bisschen das Feuer auf mich. Ja, mit sowas in der Art hatte ich schon gerechnet, dass die Sulik vielleicht in Ruhe lassen. Dass Sulik auch noch überleben kann. Sehr schön. Das war dann der Kampf. Parkour Bohrhammer. Okay. Nadelpistole. Interessant. Heckler und Koch Claws. Flammenwerfer. Noch ein Flammenwerfer, okay. Ich nehme alles zurück, die Bewaffnung, die wir jetzt seit hier gerade bekommen. Die ist definitiv nicht verkehrt. Also, die beiden will ich mir ehrlich gesagt nochmal genauer angucken. Gewehrpatrone. Und Nadelpatrone. Okay, dann kriegst du erstmal die. Und dann schaue ich mal, was ich hier noch aufhebe und mitnehme. Noch eine Nadelpatrone. Noch ein Flammenwerfer. Du bist leer. Und noch so eine Flinte. Das war's jetzt mit allen, ne? Okay, dann Sulik und Lenny. Arzt. Keine Heilung durchführen. Wie schaust du denn an sich aus? So gut wie tot. Dann möchte ich mal bitte ein Stimpack auf dich anwenden. Immer noch so gut wie tot. Kann ich dann... Sulik, du kriegst jetzt von mir zur Feier des Tages. Zur Feier des Tages kriegst du von mir ein super Stimpack. Weil wir echt guten Loot gemacht haben. Unverletzt. Alles klar. Dann ziehen wir mal weiter mit der Karawane. Du begegnest Schurken. Mal wieder. Again. Alles klar. Ein bisschen näher ran. Und mit dem Dauerfeuer einmal hier in den Pulk rein. Und schon mal Schaden verursachen, was geht. Das schaut alles eigentlich... Das schaut kritischer aus als gerade eben. Okay, den einen haben wir auf jeden Fall schon mal in die Flucht geschlagen. Und ich bin gerade ganz froh drum, dass ich Sulik das Super Stimpack gegeben habe. Auch wenn ich es vielleicht in dem Kampf auch brauchen könnte. Okay, der erste Bandit ist tot. Sulik kriegt mal wieder voll einen Treffer ab. Und ich hake hier mal mit Dauerfeuer. Hab auch einen Banditen erledigt. Das ist gut. Ladet durch. Karawanenwache wurde getroffen. 12 Schadenspunkte auf mich. Das ist ungesund. Und ich habe die Aufmerksamkeit von vielen Gegnern. Das gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist wieder ein Schurke tot. Dauerfeuer hier rein.
Und ich ziehe mich mal zwei Schritte zurück. Okay, das ist dann wahrscheinlich wieder eine dieser Nadelpistolen. Okay, Flammenwerfer haben wir auch dabei. Okay, ich brauche jetzt die nächste Runde dringend Heilung, wenn ich das überlebe. Oh, shit. Bitte schießt niemand mehr auf mich oder trifft mich versehentlich. Das finde ich toll. Okay. Inventar. Stimpack benutzen. Stimpack benutzen. Stimpack benutzen. Und dann die einfach mal ausrüsten. Die macht deutlich. Ja. Doch der Bohrhammer macht deutlich mehr Schaden. Und ich ziehe mich jetzt wieder ein paar Schritte zurück. Und ich hoffe mal, dass ich das Ganze soweit überleben werde. Ich bin nicht tot. Ich habe aber auch keine Heilung mehr. Aber die Banditen sterben auch langsam. Es reicht für einen normalen Schuss, nicht für einen gezielten. Genau. Das Ding hätte auch Dauerfeuer. Okay, einen Einzelschuss auf ihn. Bitte stirb. Nein, Lenny, schieß nicht mich ab. Nein! Ach, komm schon. Okay. Okay, das ist hart. Spiel laden. Das ist echt hart. Sturmgewehr ausrüsten. Und es geht wieder auf Karawanenzug. Du begegnest Schurken und Wölfen. Ganz tolles Kino. Geh mal hier hin. Sturmgewehr mit Dauerfeuer in den Pulk rein. Der erste Bandit ist tot. Die Wölfe sind, glaube ich, nicht so problematisch. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Zweiter Schurke ist tot. Dritter Schurke ist tot. Dann geh Magnus mal bitte hier hin. Und mach einfach Schaden. Jetzt bin ich mal gespannt, was aus dem Kampf wird. Aber die zweite Banditengruppe, die war halt schon echt heftig. 12 Trefferpunkte. Okay. Ein gezielter Schuss hier auf den Kopf. Tot. Und dann kannst du auch gleich nochmal nachladen. Und diesmal geht's nicht so auf Sulik. Das heißt, ich muss mit ein bisschen Glück Sulik kein Super Stimpack geben.
Ich weiß schon genau, wer mein nächstes prädestiniertes Opfer wird, und das bist du. Ja, Lemmy regelt. Lenny. Genau, mit dem Flammenwerfer. Der andere ist verkohlt. Und ich bin wieder tot. Yay! Wir erreichen gar nichts. Ja, ich weiß, dass ich gestorben bin. Deswegen möchte ich bitte auch einen Spielstand laden. Dankeschön. Ich rüste wieder mein Sturmgewehr aus. Und wir gehen mal wieder auf Karawanenfahrt. Natürlich gehen wir das. Du begegnest Schurken. Und ich stehe wieder direkt vor Vic. Ach. Okay, wir gehen mal hier hin. Und im Dauerfeuer in die Gruppe rein. Die sind wieder so schwer bewaffnet. Ich finde es nicht gut, wenn die so schwer bewaffnet sind. Vielleicht ist es das einfach das Zeichen, dass ich hier noch gar nicht hin sollte. Aber das ist mir egal. Ich möchte in Richtung NKR. Okay. Einzel gezielt. Auf dich, Madame, und zwar auf deinen wunderschönen Kopf. Ohnmächtig. Bitte, geht doch. So ein bisschen strategisch vorgehen ist vielleicht manchmal auch nicht verkehrt. Sich die entsprechenden Ziele rauspicken. Du bist die Nächste. Aber so verkehrt schaut es doch eigentlich auch mal wieder nicht aus. Aber es wird noch viel Fluss, viel Wasser den Nil runterfließen. Okay, du rennst weg. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Na gut, einen anderen Banditen getroffen. Auch in Ordnung. Laden. Genau. Genau so funktioniert das. Schweinerei. Ja. Die Karawane schießt sich wieder selber in den Rücken. Das ist auch wunderschön. Und ich darf wieder. Ich darf dir eine mitgeben. Und ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Okay, die am Boden ist auch schon erledigt. So. Ich bin zwar halb tot, aber ich bin noch am Leben. So. Jetzt wird hier erstmal alles eingesammelt. Mal wieder. Okay, dann Inventar, entladen, ausrüsten, aufladen, okay, dann Vic, lass uns mal tauschen, kriegst das. Das.
Schrotpatronen kriegst du. Ja. Ja, passt so. Alles nehmen. Alles nehmen. Okay. Dann. Lemmy. Ich nenne dich immer Lemmy. Dabei heißt du Lenny. Ast. Keine Heilung durchführen. Erste Hilfe. Keine Heilung durchführen. Dann werde ich mal ins Inventar gehen und mir ein Stimpack nehmen, zwei Stimpack nehmen. Okay. Hier habe ich alle geplündert. Ja, schaut ganz danach aus. Okay. Dann werde ich mal meine neue Schrotflinte nehmen. Ich möchte nur mal kurz gucken. Ne, der Bohrhammer ist definitiv die stärkere Waffe. Aber ich werde das Sturmgewehr trotzdem noch als Sekundärbewaffnung mitnehmen. Du begegnest einer Karawane, die sich gegen Plünderer verteidigt. Einen Reisenden mit Narben. Du siehst einen Banditen. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, dass da unten, das hier sind die Banditen. Und wie ich mich um diese Banditen kümmere, das würde ich mal sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.